So, herzlich willkommen zum Gaming Forest Gameplay mit dem Spiel Age of Mythology The Titans. Ja, Age of Mythology, das ist nach Age of Empires 2 rausgekommen und noch bevor Age of Empires 3 rausgekommen ist und ist somit das erste 3D-Spiel von diesen Microsoft Game Studios, was hier das Echtzeitstrategie-Genre betrifft. Ja, wir haben jetzt auch noch die Erweiterung installiert, The Titans. Und da gibt's noch ein neues Volk mit dazu. Jetzt gibt's insgesamt 4 Völker, nämlich die Griechen, die Wikinger, die Ägypter und neu dazu die Atlanten. Oder Atlanta heißt Atlanten wäre ja, das wäre ja ein Atlas, Mehrzahl von Atlas. Nee, Atlanta. So. Und wir schauen uns jetzt, denke ich mal, die Kampagne an und schauen mal, wie das so ist. Ich hab's auch ewig nicht mehr gespielt, muss ich sagen. Deswegen schauen wir mal, was uns da erwartet. Was für eine Kampagne nehmen wir? Ich würde sagen, wir schauen uns die Titanen-Kampagne an, oder? Genau, dann nehmen wir, sind wir wahrscheinlich die Atlanta. Und machen jetzt mal einfach. Wir wollen ja nicht gleich versagen am Anfang. Zehn Jahre nach der Zerstörung von Atlantis. Fleißig, fleißig, nicht wahr? Wie töricht, sich in Sicherheit zu wähnen, als ob ein paar Tore mich aufhalten könnten. Mich, der ich immer noch hier bin. Nun, sie sind halt vergesslich. Selbst ihre Götter sind zerstreut. Zeus hat vergessen, wen er alles in den Tartaros verbannt hat. Geh, du wie dir befohlen wurde. Bereite den Weg für die Titanen. Oh. Wir können nicht hierbleiben. Wir haben nicht genügend Feuer und Bauholz. Auf den Feldern wächst nichts. Und die Wilden werden jeden Tag kühner. Die Götter haben uns verlassen. Wir wären besser mit Atlantis untergegangen. Wir müssen fort von hier. Was ist hier los? Zeno, hatte ich dir nicht verboten, die Leute aufzustacheln? Schon gut, Offizier. Er hat recht, wir müssen fort. Wie denn, Krios? Wir haben keine Schiffe und in der Nähe gibt es keinen besseren Ort. Gestern Nacht haben mir die Götter im Traum einen verlassenen Tempel gezeigt. Wir müssen ihn finden, um diesen Ort verlassen zu können. So, und da sind wir schon. Und haben unsere erste Aufgabe erhalten. Stellen Sie eine Armee aus mindestens 5 Murmillionen auf. Alles klar. Das werden wir hoffentlich schaffen. Jetzt muss ich mich erstmal orientieren. Was ist denn das hier? Ein Zerstörer. Aha. Mittlerer Arkus. Kastor, das ist der Held. Aha. Fanatiker. Und noch ein Zerstörer. So. Ein Bürger, was haben wir hier? Eine Militärkaserne. Ah, 1, 2, 3, 4, 5. So. Das ging ja dann recht einfach. Die Wirtschaft läuft, oder? Läuft sie? Nein, läuft nichts. Dann würde ich mal sagen, nehmen wir auch nochmal ein paar Bürger. Ah, dann bauen wir ein Herrenhaus. Was ist das? Ich schätze mal schon. So, ja, bei Age of Mythology, da gibt es insgesamt also diese 4 Völker und nicht so ganz so viele wie bei Age of Empires. Aber dafür finde ich die sehr viel individueller als jetzt bei Age of Empires, weil da ist ja wirklich
fast alles gleich. Also da gibt es nicht wirklich viel Unterschied. Und das ist hier eben ganz anders. Ah ja, Wölfe. Wir müssen auf die Jagd gehen. Auf diesem gefrorenen Boden wächst nichts. Mos Intem. Skopos? Auf diesem gefrorenen Boden wächst nichts. Ja, dann jagen wir. Das ist ja kein Ding. Suchen Sie die Himmelspforte. Wir müssen den Tempel aus meinem Traum finden. Dort finden wir Hilfe. So. Das sind jetzt also meine 5 Murmillos. Murmillions, glaube ich, heißen sie in der Mehrzahl. Oder wie war das? Ja. Noch ein Wolf. Mhm. So, du gehst Nahrung. Der eine holt Holz. Jetzt brauchen wir noch einen, der hier Gold aberntet. Aber da wächst doch was. Er hat mich vorhin angelogen. Naja. Okay. So geht ihr auch alle mit am besten. Bleibt ihr hier? Greift mich da jemand an? Ich weiß es nicht. Also gut, dann schauen wir jetzt mal nach der Himmelspforte. Wo könnte die denn sein? Zack, ein Wolf, den töten wir auch noch mal geschwind. Noch einer. Okay, hier kommt dann mehr. Ich glaube, da kommen wir nicht weiter. Ich lost. So. Yuji. Oh, was ist das? Hier ist irgendwas. Dilus Moke. Das sind, glaube ich, die Wikinger. Wenn mich nicht alles täuscht. Es könnten die Wikinger sein. Oder? Von Loki. Ja, das sind definitiv die Wikinger. Aha. So, dann metzeln wir die einfach mal nieder, obwohl ich die Wikinger ja eigentlich mag. Krios hat uns einen Feuersiphon entsandt. Das ist ja praktisch. Skopos, Tilis Mokay. Der kommt doch mal mit hier. Hui. Das sind gar nicht mal wenige. Wilde, haltet sie auf! Ja, jetzt haben wir schon eine Armee, die etwas kleiner ist als davor. Da baue ich mir noch ein bisschen was nach, würde ich sagen. Bogenschützen, hey. Dann machen wir mal 5 Stück. 5, hoppala. So geht das. Und da machen wir auch nochmal 5. Skopos? 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 You see? You see? Es lost.
Was hat denn der Held für Fähigkeiten? Hat der Fähigkeiten? Der hat gar keine Fähigkeiten. Na gut. Dann warten wir hier mal schnell, bis das fertig ist. Was haben wir denn noch? Gebäude, die man bauen könnte, vielleicht? Yuji, es los. Skopos, Yuji. Burek. Eine Waffenkammer. Gibt's die schon? Nee, ne? Yuji. Yuji, Yuji. Yuji, Yuji. Yuji, Ma. Yuji? Mos Intem. Burek. Yuji. Einen Turm haben wir hier. Das machen wir mal. Yuji, Mag. Skopos, Yuji, Mag. Burek, Yuji. Skopos, Yuji. Müsst ihr vorne, Bogenschützen hinten. Okay, haben wir alle. Burek. Dann geht's jetzt weiter. Yuji. Yuji, Ma. Yuji, Ma. Rios hat uns einen Feuersiphon gesandt. Yuji, Ma. Schon wieder. Sehr gut. So, dann mache ich euch Nahkämpfer mal Team 1 und die Fernkämpfer Team 2 und du bist Team 3. Wenn da noch ein Feuersiphon ist, dann holen wir den natürlich auch gleich mit. So, die Frage ist, wo gehen wir jetzt weiter? Ob es da hoch geht? Ich glaube, da gibt es dann nicht mehr so viel Interessantes. Es los. Burek. Skopos. Es los. Es los. Burek. Es los. Burek. Okay. Jetzt haben wir den auch noch. Machen wir den auch noch in Team 3 und dann würde ich sagen... Dies ist der Tempel aus meiner Vision. Von dort aus können wir von hier entkommen. Ui. Besiegen wir diese Barbaren doch einfach mal schnell. Toll. Eporofras. Burek. Eporofras. Yuji. Yuji. Burek. Uiuiuiui. Burek. E poro fras. Burek. So. Machen wir die Mauern einfach platt. E poro fras. 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 Uppala, das wird knapp mit meinen Kämpfern.
Topos, Hyporophras. Hyporophras. Topos. Hyporophras. Aber das sollte man noch schaffen. Na klar, na klar. Quartieren Sie 5 Bürger in der Himmelspforte ein, also euch nicht. Doch. So. Bura ist los. Okay, ja, dann wenn ich ein Dorfzentrum errichten soll, hätte ich doch Bürger nehmen sollen. Das heißt, wir sind jetzt auf der anderen Seite des Ozeans. Okay. 5 Bürger. Dann machen wir die doch schnell. You see? Rios hat uns einen Feuersiphon gesandt. Schon wieder. Ja, danke dir. Okay. Es dauert zu lang. Machen wir hier mal den Rest noch platt. Dass nichts mehr von den Wikingern übrig bleibt. So. Schicken wir mal einen Bürger einfach mal rüber, dann kann der schon mal anfangen, das Dorfzentrum zu bauen. Dorfzentrum, so, das bauen wir mal hier drauf. Okay. Das ist ein Tempel. Ne? Ich habe gewonnen. Okay. Gut, das war ja gar nicht so schwer. Und jetzt haben wir schon mal die erste Mission von diesem Add-on zu Age of Mythology gesehen. Und wenn euch das Spiel gefällt, dann könnt ihr euch das ja auch mal kaufen. So teuer wird es nicht mehr sein. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann sehen wir uns beim nächsten Gameplay wieder. Tschüss, tschüss.